Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu Skybreak, einem Science-Fiction-Survival-Spiel von den Machern von Far Sky. Dazu gibt es übrigens auch ein Let's Play auf meinem Kanal und das war ein ganz witziges Spiel unter Wasser und diesmal sind wir sehen schon über den Wolken und das dachte ich mir, gucken wir uns mal an. Die Menschheit ist gegeißelt, ein tödlicher Virus ist erwacht und er breitet sich sehr schnell aus. Die besondere Pflanzenwelt von Arcania kann uns möglicherweise helfen, eine Heilung zu kreieren, ein Heilungsmittel zu finden. Und Arcania ist ein Planet, der von Menschen für die Besiedelung, für die Raumbesiedelung vorbereitet wurde. Aber er ist jetzt verlassen, weil die Arbeitsdrohnen haben sich gegen die Menschen gekehrt. Ja, die arbeiten gegen die Menschen. Irgendein Fehler im Programm. Eine Gruppe von Forschern ist zu dem Planeten gesendet worden, also nach Arcania, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und wir sind einer von diesen Forschern. Aber als wir dort ankommen, auf Arcania, schöner blauer Planet, irgendwas lief falsch. Und was da falsch gelaufen ist, das werden wir sicherlich gleich sehen. In Far Sky sind wir ja mit dem U-Boot abgestürzt, hatten aber zumindest irgendwie noch Funkkontakt und... Oh Mann, dieser Unfall. Ich bin so glücklich, dass ich noch am Leben bin. Ich hoffe, den anderen geht's gut. Mein Raumschiff ist kaputt. Und ich werde ohne Sauerstoff nicht lange überleben. Hey, diese Drohne kenne ich. Die wurde erschaffen, um Menschen bei Raumstationen zu unterstützen. Ich bin mir sicher, sie kann mir helfen, eine Unterkunft, einen Unterschlupf zu finden. Hey! Ja, die kennen wir schon. Die Drohne. Und zwar aus Far Sky. Da gab's die auch. Da war es Data. Und er hat dann später auch noch sein Druidenbruder Lore wiedergefunden. Also bleiben wir einfach bei Data. Ein ganz spaßiger Vogel, der hier ein bisschen mit uns kommuniziert durch piepsende Geräusche. Okay, wir sollen erstmal hier hingehen. Wir sind der Drohne gefolgt und kommen hier zum Station Dock. Hier zeigt uns an, okay, Skylift. Rufen wir mal den Skylift. Der kommt aus dem Himmel. Wer hätte es gedacht? Von ziemlich weit oben. Ja, eigentlich ganz nice hier auch mit dem Wetter. Sieht ganz schick aus. Ganz mit der Unreal Engine gebaut. Gemacht. Go to Level 1. Zack, Tür zu. Da geht der Sauerstoff. Oben links immer so eine Sauerstoffanzeige und auch die Herzfrequenz. Und ganz links da... Unser Leben ist bei 15, deswegen humpeln wir wahrscheinlich auch so. Ich habe das Spiel schon mal kurz angetestet. Wir müssten erstmal uns heilen. Da gehen wir hier mal irgendwo rein. Hier? Nein. Hier ist nur ein Flur. So ein Crafting Room. Ah, das mit dem Flur ist ein bisschen doof. Das kann man ändern. Und zwar kann ich euch zeigen hier. Kann man nämlich einfach hier die Architektur ändern. Also auch welche dazufügen, aber wir haben halt noch keine Materialien, alles rot. Wir können diesen Raum hierhin machen. Dann ist dieser Flur weg, ist ein bisschen ökonomischer, dann hier lang zu laufen. Ah, hier sind wir. Health Room. Zack und... Da sehen wir oben links, jetzt sind wir bei 115. Wir waren bei 15. Das ist schon krass. So. Das ist der Raum, den wir da verändert haben. Und da leuchtet wieder so eine Raute, möchte ich sagen. Die zeigt uns, was wir machen sollen. Und da steht es auch, try to communicate your position for help. Also werden wir mal das Funkgerät benutzen. Scheint zu funktionieren. Let's see if anyone is on the line. Mal gucken, ob irgendjemand erreichbar ist. Mayday, Mayday. Ich bin auf Arcania abgestürzt. Gibt's irgendjemanden hier? Nichts. Moment, ich habe ein schwaches Signal. Es ist auf einer anderen Insel lokalisiert. Ich hoffe, den anderen geht's gut und sie sind am Leben. Ich muss zu ihnen stoßen. Okay. Take all loot within the station to prepare your journey. Gut, dann nehmen wir mal allen Loot. Das ist meines Erachtens nach wirklich nur dieses Schwert, was wir mitnehmen können.
Ansonsten gibt's hier nichts weiter. Hier ist eine Kiste, da wird sonst Loot reingepackt, wenn wir dann welches hätten. Aber ich glaube, es ist wirklich nur dieses Schwert, was wir mitnehmen können. Wir können ja nochmal hier gucken in irgendwelchen Kisten, aber hier ist noch ein Rechner. Können wir auch nicht benutzen. Kommen wir hier nach hinten? Ah ja, geil. Hier noch irgendwas. Sieht auch aus wie Werkzeug. Können wir aber alles nicht mitnehmen. Und er sagt auch schon hier oben, geh zurück zum Spaceship, zum Raumschiff und versuche es zu reparieren. Das wollen wir mal machen. Also, zack, go to ground. Gibt nur Level 1 und Ground. Vielleicht kann man ja ein paar mehr Etagen noch bauen. Das wäre ganz witzig. Also man kann seine Raumstation auf jeden Fall erweitern. Haben wir ja schon gesehen. Sieht hier ein bisschen düsterer aus. Immerhin, der Regen ist weg und wir gehen zum Spaceship. Das war, glaube ich, da. Da wird es uns angezeigt auf der Karte. Und wir hoffen mal, dass wir bis dahin keine feindlichen Drohnen finden, die hier irgendwie sich gegen uns gewendet haben. Programmierfehler. Ah, da ist unser Schiff. Das ist doch schon mal gut. Wir können hier übrigens hüpfen. Okay, scheint alles safe zu sein. Schauen wir mal. Ein Schiffsteil haben wir dazu bekommen, stand da unten. Und er versucht jetzt mal, das Raumschiff wieder zu reparieren. Aber scheint wirklich richtig kaputt zu sein. Kann man nichts machen. Kann man nicht reparieren. Aber immerhin konnten wir ein Schiffsteil finden. Wir müssen jetzt irgendwie einen anderen Weg finden, die andere Insel zu erreichen. Ah, press E to hide. Ja. Du siehst mich nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Irgend so eine Antenne. A Beacon. Das ist so eine Rettungsboje oder sowas. It's powerful enough to detect a station dock on another island. Also es könnte uns zu einer anderen Insel bringen. Aber es braucht irgendwie Power. Und da müssen wir eine Batterie finden. Die wird uns aber auch da oben schon angezeigt. Also wir folgen mal der Story. Holen uns mal die Batterie. Probieren mal, ob die da reinpasst. Sind das für glitzernde Sachen hier? Ach, das ist schon die Batterie. Alles klar. Coole Sache. Gehen wir mal zurück. Hauen die Batterie da rein. Und dann sind wir doch schon ein Stück weiter. Bis jetzt auch hier noch keine feindlichen Aktivitäten. Fast ein bisschen schade. Ich glaube, so ein paar Drohnen hier noch zu killen wäre gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was uns auf dem anderen Planeten erwartet. Wo kommt die Batterie rein? Hier. Okay. Wir könnten jetzt zu so einem neuen Station Dock. Der sieht dann wahrscheinlich so aus wie der hier. Ja, dann eine weitere Raumstation auf einer anderen Insel. Wäre dafür nochmal ein bisschen Sauerstoff zu tanken und uns hier nochmal ein bisschen umzugucken, was es hier so gibt. Probieren wir mal. Also wir gehen noch nicht zu dem neuen Dock. Machen nochmal die Tür zu. Tür auf. Und gucken einfach mal hier ein bisschen rum. Wie die Welt so aussieht. Grundsätzlich ganz schön, ziemlich verlassen. Naja. Aber es sollen ja eigentlich irgendwelche Drohnen sich hier befinden. Ich glaube, da hinten ist ein Abgrund, wird uns angezeigt. Also können wir nicht weitergehen. Wird also begrenzt, die ganze Karte und die Welt. Jo, gut. Ist in Ordnung. Na, da werden wir mal nicht runterspringen. Lieber nicht. Quasi wie so ein Gebirge, da kommen wir nicht weiter. Aber hier scheint wirklich alles friedlich. Keine Rohstoffe? Doch, da sind so Rohstoffe zum Abbauen. Die werden so angezeigt, sowas wie Kristalle. Habe ich aber noch nie gemacht, weil ich habe nichts zum Abbauen. Was natürlich ein bisschen schade ist. Und da hören wir schon so eine Drohne mit so einer Kreissäge. Wo sind die? Da. 80. Die baut da nämlich auch Sachen ab. Oh. Hat uns getroffen. Und ich finde diesen Ninja-Move, den finde ich ganz cool. Man kann auch irgendwie neue Kombos dann dazufügen und so. Ein bisschen Scrap gibt's. Das ist doch schon mal ganz nice.
Okay, dann würde ich sagen, wir sprinten mal. Ah, Schwert einstecken, dann kann man wieder sprinten, glaube ich. Ja. Wir sprinten mal zurück zur Raumbasis, weil dann können wir ja da zu der anderen Raumbasis noch. Ich glaube, die wird da oben rechts angezeigt. Ich glaube, das ist das nämlich. Und da kommen wir zu Fuß nicht hin. Weil da gibt es wohl einige Abgründe, die wir überwinden müssen. Oh, guck mal, da ist noch. Warte mal. Wir warten nochmal mit der Herzfrequenz ein bisschen. Komm her, du Schuft. Das ist jetzt einer ohne Kreissäge, der schießt aber auch nicht so schön. Aber den machen wir platt. Hoffentlich. Und, oh. Ey, er hat uns auch ordentlich getroffen. Gibt noch ein bisschen Scrap. Das ist ganz cool. Kann man immer gebrauchen. Und dann wollen wir mal zurück zur Station und die andere Insel erreichen. Also, rein da. Wir gehen direkt zu Level 1. Türen schließen sich automatisch. Alles blau. Viel sehen tut man da nicht mehr, ne? Ganz schön wolkig. Alter, das ist echt ganz schönes Stück. Diese Raumbasis. So, mit dem Scrap. Ich fände ja cool, so ein Crafting Room zu machen, aber wir haben nur 7 Scrap. Das behalten wir ruhig mal. Wir heilen uns nochmal. So. Und dann gehen wir mal hier in den Navigationsraum. Da ist wieder die Raute. Interact with Map. Und dann, ach, guck mal hier. Da wollen wir hin. Ist ganz schön groß, ne? Insgesamt die Karte. Also da waren wir gewesen. Das ist unser Schiff. Das ist die Antenne, die wir repariert haben. Und hier scheint auch wieder so eine Antenne zu sein, die wir dann wahrscheinlich reparieren müssen. Hier sind ein paar mehr Ressourcen. Also wir gehen mal hin. Und bewegen uns jetzt. Hier sieht man es. Wir fliegen über den Wolken mit unserer riesen Raumstation. Moment. Ich wollte einfach mal aus dem Fenster gucken. So. Kann sich nicht ducken. Aua. Sieht witzig aus. Zack. Jetzt sind wir gleich da. Oben rechts auf der Minimap sieht man's. Und was sagt er jetzt? Find the others. The drone can help you to explore. Also, wir müssen jetzt gucken, ob es hier noch andere Überlebende gibt. Ich bin gespannt. Ich vermute ja fast, dass sich das ein bisschen schwieriger gestaltet. Gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Ja, bisschen anders, ne? Bewaldeter, Bäume. Andere war mehr so buschig. Gut, da ist wieder so eine Antenne, die wir wahrscheinlich theoretisch in Gang setzen können. Mit entsprechender Batterie. Oder ist die schon in Gang gesetzt? Ach, das ist wahrscheinlich. Ne. I should be able to find the others. Okay, wir werden mal die Drohne benutzen. Er sagt uns, wir sollen die benutzen. Der mittlere Mausknopf. Und dann sehen wir, da gibt es Antennen. Da gibt es Antennen. Wir wollen ja zu so einer anderen Raumstation, ne? Da sind nur wieder so eine Antennendinger. Oh, da sind wieder Raumschiffe. Das sind so Erkundungsraumschiffe. Die scannen hier den Boden ab und schicken uns dann so eine Drohne, gegen die wir schon gekämpft haben. Aber ich glaube, aktuell sind wir hier ganz sicher. Dann gehen wir mal in die Richtung. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen Zeit verplempert. Vielleicht sollten wir nochmal Sauerstoff tanken und dann frisch gestärkt das Ganze angehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also, wir müssen die andere Raumstation finden und hoffen, dass da irgendjemand ist. Also, wir machen nochmal die Tür zu. Sauerstoff geht auf 100. Und dann werden wir in der nächsten Folge das Abenteuer fortsetzen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.